Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Ja, wir jumpen mal direkt rein, denn es gibt dort einige Neuigkeiten. So gucken wir uns neben den aktuellen Kursen und einigen Neuigkeiten, was den JP Morgan Coin betrifft und Crypto News der Woche, auch diese Thematik an, denn FTX scheint kurz davor zu stehen, einige riesige Bestände, nenne ich jetzt einfach mal, zu veräußern und die nächsten Wochen ordentlich Verkaufsdruck auf den Markt zu werfen. Ja, sie haben jetzt die Möglichkeit, dass sie einige ihrer Restbestände jetzt verkaufen, um Löcher zu stopfen. Wir werden uns das Ganze gleich mal in der Tiefe anschauen. Dann gibt es angeblich den Leak von der 100-Dollar-Bricks-Note. Die werde ich euch gleich mal zeigen. Und wir haben noch einige spannende Neuigkeiten rund um Ripple und XRP. Außerdem gibt es auch noch mal ein paar Neuigkeiten zu Stellar Lumens. Also heute sicherlich für jeden was dabei. Kurzer Blick auf den Markt, langweilig wie eh und je. Wenig passiert, Bitcoin bei 25.800. Und wir schleichen immer noch so vor uns hin. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen so laufen. Aber wir haben ja bereits schon festgehalten, der September ist generell meist kein besonders glorreicher Monat für die Kryptowelt. JP Morgan will Blockchain-Token für Zahlungen entwickeln. JP Morgan will eine eigene Blockchain-basierte Einlagen- oder ein Einlagentoken entwickeln für Bankgeschäfte. Das geht aus einem Bloomberg-Bericht hervor. Demnach habe die US-Bank den Großteil der dafür benötigten technischen Infrastrukturen bereits gebaut. Den Token will JP Morgan jedoch erst entwickeln, wenn US-Regulatoren grünes Licht dafür geben. Sobald Klarheit herrscht, könne das neue Zahlungssystem institutionellen Kunden der Bank schon innerhalb eines Jahres zur Verfügung stehen. Einlagentoken stellen eine digitale Version der Kundeneinlagen bei einer Bank dar. Transaktionen via Einlagetoken werden auf der Blockchain abgewickelt und können dabei die Geschwindigkeit erhöhen, während die Transaktionskosten sinken. Jetzt höre ich schon wieder einige darüber reden, dass dadurch XRP wahrscheinlich abgelöst wird. Das glaube ich kaum. Ich denke, ganz generell werden sehr, sehr viele Unternehmen eigene Token kreieren, gerade im Finanzsektor, ganz einfach, um Kosten einzusparen und vor allem, um auch schneller zu sein. Ich denke allerdings nicht, dass ein total zentralisierter Token in irgendeiner Form was mit dem generellen Kryptomarkt zu tun haben wird. Es wird viel eher so laufen, dass einige Unternehmen ihre Vorteile daran erkennen werden und dementsprechend wird JP Morgan sicherlich nicht der letzte Player sein, der einen eigenen Token einführt. Allerdings muss man ganz klar sagen, ich blende euch hier mal die Grafik ein. JP Morgan macht das Ganze nicht jetzt erst, wie es hier gerade im Artikel steht, sondern die machen das schon sehr, sehr lange. Die selbst sind maßgeblich an der Plattform Quorum mitverantwortlich. Die war eine der ersten großen Blockchain-Plattformen überhaupt im Sektor. Von daher, die sind schon sehr, sehr lange an dem Thema dran. Und das Gerücht um einen JP Morgan-Coin gab es ja auch schon häufig. Crypto News der Woche. Ja, diese ganze FTX-Thematik schauen wir uns gleich mal genauer an. Auf jeden Fall geht es unter anderem auch um Unmengen an Solana. Wir gucken mal gerade rein, wie hier der Kurs steht. Habe ich mir gar nicht angesehen. Zuletzt ja doch schon 5% im Minus. Die Anleger sind momentan sehr verunsichert, denn FTX ist ja bekanntlicherweise mit Alameda Research einer der größten Sol-Token-Besitzer. Und so gehen viele Leute davon aus, dass jetzt ein ordentlicher Abverkauf kommen könnte. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Bitwala wurde zu Nuri und nun wieder zu Bitwala. Ja, das vielleicht nur am Rande, aber Bitwala scheint zurückzukehren und wollen jetzt das, was sie damals vielleicht nicht ganz richtig gemacht haben, jetzt besser machen als Bitwala 2.0. Ich bin sehr, sehr gespannt und heiße alle herzlich willkommen. Ethereum ETF beantragt. ARK Invest hat einen Antrag auf ein Spot-ETF für Ethereum eingereicht. Würde er gelistet, wäre es der erste dieser Art in den USA. Als Partner hat man 21 Shares gewählt. Gelauncht werden soll das Ganze auf der CBOE-Börse. Überwacht und verwahrt werden soll es von Coinbase. Die US-Finanzaufsicht hat nun 240 Tage Zeit, um über den Antrag zu entscheiden. Und nach 239 Tagen werden sie das Ganze dann bestimmt wieder delayen und vertagen. Und Visa will den Crypto-Space umkrempeln. Visa, ein Pionier im traditionellen Zahlungsverkehr, will mithilfe des ERC-4337-Standards der Kontenabsorption ermöglichen, die Benutzererfahrung im Kryptosektor zu revolutionieren. User sollen mit ihrer Kreditkarte Transaktionsgebühren in Blockchain-Netzwerken bezahlen können und die Interaktion mit Web3-Anwendungen erheblich vereinfachen. Bis heute ist eines der größten Probleme von Blockchain-Anwendungen ihre mangelnde Benutzerfreundlichkeit und hohe Komplexität. Wenn ihr euch dafür interessiert, was hinter dieser Kontenabstraktion steckt, dann schaut euch gerne den Artikel an. Ansonsten seht ihr auch hier wieder, jedes Unternehmen versucht irgendwie einen Nutzen aus dem Ganzen zu schlagen. Die einen machen es mit einem relativ eigenen Standard, den sie dann kreieren, in diesem Fall eben den ERC-4337 Standard, die anderen nehmen eigenen Token. Also von daher denke ich, diese Meldungen sind etwas ganz Normales und werden sicherlich auch nicht die letzten ihrer Art sein. So, jetzt mal eine Übersicht. Und zwar, das hier sind Daten aus dem Januar, also vom 17. Januar. So waren die Bestände. Leicht verpixelt, aber ich hoffe, man kann es erkennen. Auf jeden Fall sehen wir, dass sie sehr viele Altcoins besitzen und dass sie auch sehr viel Solana haben und FT-Token. Okay, das ist vielleicht nicht so verwunderlich, aber auch relativ viel Bitcoin. Wir sehen aber auch, dass einige Projekte wie zum Beispiel XRP kaum davon betroffen sind. Die haben sogar weniger XRP, als sie Ton-Token haben oder Dogecoin haben, zumindest was den Wert oder den Gegenwert betrifft. Das Ganze ist, glaube ich, immer in Millionen Dollar angegeben. Das heißt, wir sehen hier schon einen relativ großen Druck auf alle möglichen Altcoins, die hier nicht im Detail aufgeschlüsselt werden. Aber wir können uns, glaube ich, einig sein, bei so einer langweiligen Marktphase wie jetzt und extrem überschaubarem Volumen könnte sowas natürlich richtig, richtig negative Folgen
Werbung mit sich bringen. Sie haben aber gleich preisgegeben, dass sie maximal 200 Millionen Dollar pro Woche verkaufen wollen. Das heißt, dass sich das Ganze über 5-6 Wochen zieht. Und wir sehen ja, dass einige Projekte, wie zum Beispiel Solana, auch schon direkt reagiert haben. Von daher kann man davon ausgehen, dass es vielleicht auch schon eine gewisse Einpreisung hier ist. In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, wenn es irgendwelche Daten gab, wo man gesagt hat, an dem und dem Tag passiert ist, beispielsweise diese Verkäufe von Mt. Gox, die dann plötzlich stattfinden sollten und den Markt unter Druck setzen sollten. All das war am Ende doch ein Stück weit ausgeblieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze hier auch glimpflicher abläuft, als man sich vielleicht jetzt erstmal ausmalt. Trotzdem solltet ihr das auf dem Radar haben. Es ist also durch Thematiken wie diese hier zum Beispiel durchaus realistisch, dass wir nochmal einen tieferen Stand sehen bei Bitcoin und Co. Dann kommen wir mal zu dem Leak, der hier geteilt wurde. Ob es denn nun wirklich so stimmt, steht in den Sternen. Aber das Bild macht momentan die Runde, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar seht ihr hier, glaube ich, zum einen auf der Vorderseite eine 100 BRICS-Währung, ich glaube I, hört sich das ganz an, also EYE. Diese BRICS-Währung ist hier einmal so gekennzeichnet durch die 5 Gründerstaaten und auf der Rückseite sind dann, glaube ich, nochmal alle anderen Länder aufgeführt, die dazugehören. So soll das Ganze ausschauen und Gerüchten zufolge soll das Ganze ungefähr so sein, dass ein BRICS-Dollar, nenne ich jetzt einfach, also ein BRICS-Dollar 50, wenn nicht sogar 55 US-Dollar betragen soll. Und diese verrückte Zahl soll unter anderem daher kommen, dass dieser Brick gedeckt sein soll, entweder mit Edelmetallen oder mit sonstigen seltenen Rohstoffen. Und so kommen sie dann auf dieses Umrechnungsverhältnis, ob das Ganze jetzt wirklich stimmt. Wir lesen schon, das Ganze ist über TikTok-Videos kommuniziert worden. Also ein offizielles Statement gab es dazu nicht. Dementsprechend wollen wir das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Ihr seht auch schon hier, einige behaupten auch, dass alles, es sei nur Gelaber. Aber ihr habt zumindest mal gehört und wir werden das mal weiter im Auge behalten. So, kommen wir jetzt mal zu handfesten News. Und zwar Ripple stockt 800 Millionen XRP auf. Wobei ich glaube, dieser Artikel ist eher so ein bisschen Clickbait, um dieses komische Projekt hier zu unterstützen, denn es ist eigentlich nichts Besonderes. Die Schlagzeile lässt mehr erhoffen, als eigentlich dabei wirklich rumkommt, denn eigentlich hat Ripple nur Folgendes gemacht. Sie haben einfach nur den Großteil der Milliarde XRP, die sie bekommen haben. Ihr erinnert euch, es gibt ja diesen Escrow, wo jeden Monat 1 Milliarde XRP freigeschaltet werden und meistens hat Ripple immer was zurückgetan, so auch dieses Mal. Eigentlich wie die letzten Male auch, haben sie ungefähr wieder 80% zurückgetan, das haben sie jetzt auch wieder gemacht und haben 800 Millionen XRP wieder hinten angestellt im Escrow, das heißt, die sind jetzt versperrt, da kommt Ripple jetzt erstmal nicht mehr ran. Und das Ganze dient natürlich zum einen als Vertrauensbeweis, denn natürlich wollen die Banken nicht, dass plötzlich von einem auf den anderen Tag Milliarden von XRP auf dem Markt gedumpt werden. Aber zum anderen unterstreicht das natürlich auch die Vision von Ripple und dass sie selbst sehr stark an XRP glauben. Ansonsten ist dieser Artikel nicht wirklich aufschlussreich, ist wie gesagt eher Clickbait für dieses Projekt. Da ist dieser doch ein bisschen interessanter. Adaption in Südostasien schreitet voran. SBI, Remit und Ripple setzen ihre Partnerschaft fort und erweitern ihre Dienstleistung für internationale Geldtransfers in die Philippinen, Vietnam und Indonesien. Das Ziel, schnelle und kostengünstigere Transfers. SBI Remit strebt schnelle, preiswerte internationale Geldtransfers an. Trotz der Ausdehnung auf den Philippinen, Vietnam und Indonesien hat sich am Preis gänzlich wenig getan. Ich glaube, die News hatten wir auch schon mal kurz angekratzt. Aber hier habt ihr auf jeden Fall nochmal den ganzen Artikel dazu. Hier zum Beispiel meine Meldung bezüglich der Philippinen. Hier wird XRP als Brückenwährung eingesetzt zwischen den gesetzlichen Zahlungsmitteln und einer Crypto-Wallet. Wir sehen also hier auch nochmal den aktiven Einsatz von XRP. Viele munkeln ja immer, ja, Ripple hat Partnerschaften, aber das hat gar nichts mit XRP zu tun. Doch sehr wohl, es gibt viele Projekte, die gerade ihre Pilotphase laufen oder so wie hier, wo es dann auch mal wirklich handfeste Anwendungen gibt und ja, sehr interessant auf jeden Fall. Das war so die Meldung der Woche. Ripple akquiriert den Kryptoverwahrer Fortress Trust. Ripple gelingt die zweite Übernahme in diesem Jahr. Fortress Trust ist ebenfalls ein Dienstleister für digitale Infrastruktur. Damit erhält Ripple indirekt Zugriff auf die Lizenzen von Fortress. Ripple verleibt sich einen weiteren Infrastrukturdienstleister ein. Fortress Trust ist ebenfalls ein Kryptoverwahrer, der bereits ein solides Geschäft aufgebaut hat. Der Trust verfügt über entsprechende Lizenzen in Nevada und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal, denn die Kunden von Fortress arbeiten überwiegend mit Privatanlegern zusammen und sind darauf angewiesen, bei der Verwahrung von digitalen Assets bestimmten Normen einzuhalten. Für Swan ist die Übernahme mehr als unangenehm, weil sich der CEO von Swan in jüngerer Vergangenheit kritisch über Ripple äußerte. Laut dem CEO könne man kurzfristig immer noch auf Fortress setzen, will aber mittelfristig nach einer neuen Lösung suchen. Und damit ist es jetzt der zweite Kryptoverwahrer nach Metaco, also trotz des Gerichtsprozesses und trotz der negativen Kursentwicklung zuletzt gibt es doch immer mal wieder spannende Neuigkeiten und solche Kryptoverwahrer sind natürlich ein elementarer Bestandteil für eine richtig gute Infrastruktur, denn auch wenn wir alle natürlich Selbstverwahrung gelernt haben und unsere Ledger und Co. benutzen, gibt es doch durchaus größere Kunden oder auch wenn man gerade in die Masse denkt, immer wieder Leute, die natürlich gerne das Ganze extern verwalten lassen von Services, die ihnen dann vielleicht auch gewisse Garantien versprechen oder für
Verluste aufkommen würden, wenn irgendwas passiert. Was auch noch spannend ist, ist das Logo von denen, Fortress, so eine Ritterburg, und da geht es natürlich wieder los mit den Riddles. Vielleicht erinnert ihr euch noch, hier gab es ja mal einige Riddles von Bearable Guy 123, unter anderem gab es dann auch mal dieses Bild hier mit dieser Ritterburg. Und der Crypto-Twitter spielt natürlich wieder verrückt. Ja, alles vorhergesagt hier. Ihr seht doch die Connection. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich die fette Connection sieht. Aber worüber wir uns einig sein können, ja, es könnte hier durchaus eine Ritterburg sein. Und das hier ist auch eine Ritterburg. Und damit sollte XRP dann eigentlich ab $589 steigen, oder? Selten, aber es ist wirklich passiert. Jetpack Caleb tritt mal vor die Kamera. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft ich den in den letzten gefühlten 10 Jahren jemals vor der Kamera gesehen habe. 19 Sekunden. Ja, geben wir uns mal kurz. Ist jetzt nichts Spannendes, aber ihn einfach mal reden zu hören, für alle, die vielleicht noch nie reden gehört haben, vielleicht interessant. Meridian is important because it is a place where lots of people from all over the ecosystem and all over the world can come together and collaborate. Because Stellar isn't just about what one company can do, it's about the collection of entities that are building this ecosystem and network. And so it's a really important venue for that and great to see. Okay, Kurzversion. Ja, das Meeting ist sehr spannend. Da werden viele Leute zusammenkommen und er freut sich schon darauf. Und solche Zusammenkünfte sind immer sehr spannend. Ja, gebe ich ihm recht. Mal sehen, was bei Meridian rauskommt. Auf jeden Fall haben sie, nachdem sie den Countdown gestartet haben und mit 10 begonnen haben, jetzt nach 5 Tagen darauf die 5 eingeblendet am 7. September. Also am 11. September, morgen oder übermorgen, sollte dann der Countdown abgelaufen sein. Und da bin ich doch mal sehr gespannt. Sie haben hier schon geschrieben, Veränderungen sind in der Luft und die Kategorie ist Marke. Wir bringen Stellar zur Realwelt in 5 Tagen. Gibt es jetzt vielleicht ein neues Logo oder werden sie vielleicht tatsächlich die X-Währung? Glaube ich wohl kaum, wo sie jedoch schon schreiben, es geht um die Marke. Ich denke mal eher, es wird vielleicht irgendwie ein neues Slogan dazukommen oder wie gesagt, vielleicht wirklich ein neues Logo. Wobei, das wäre schon überraschend, denn sie hatten ja, glaube ich, erst 2018 was, glaube ich, ihr neues Logo rausgehauen. Naja, in 2-3 Tagen sind wir schlauer. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Eine ruhige Woche geht dem Ende entgegen. Ich habe allerdings einige spannende Videos rausgehauen, die du dir vielleicht nochmal im Nachgang anschauen könntest. Zum einen ist Bitcoin wirklich ein Schneeballsystem. Sehr interessante Argumente von Dr. Julian Hosp. Gebt euch auf jeden Fall mal meine Reaction dazu. Und was auch richtig gut angekommen ist, das gestrige Video Ripple Leak Crypto Whitehead im Interview. Ein sehr freundlicher Gast und vor allem ein sehr, sehr spannender Talk. Es geht um einen Ripple Leak, den er aufgedeckt hat, der denn höchstpersönlich von Ripple verborgen wurde. Also sehr, sehr spannend. Gebt es euch auf jeden Fall. Ansonsten bin ich für heute raus. Wünsche euch einen wundervollen Sonntag für den Rest. Einen richtig, richtig geilen Start in die neue Woche. Ich denke, die nächste Woche wird eine sehr spannende. Da freue ich mich schon drauf. Euch auf jeden Fall viel, viel Gesundheit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao!